Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Den Regierungen der Aufnahmeländer sei eine große Verantwortung übertragen. So formuliert es der bekannte Migrationsforscher Paul Collier in seinem Buch Exodus. Ich darf zitieren, denn die Migrationsrate hängt von zwei Dingen ab. Von der individuellen Entscheidung potenzieller Migranten und von der Politik der Regierung. Allein der Entscheidung der Migranten überlassen, würde sie weiter anwachsen und schließlich den Punkt überschreiten, bis zu dem die Aufnahmegesellschaften einen Nutzen davon haben. Daher kann man die Migration nicht allein der individuellen Entscheidung der Migranten überlassen. Sie muss von Staaten gesteuert werden. Aber die Migrationspolitik ist unweigerlich kompliziert. Um ihren Zweck zu erfüllen, muss sie diese Komplexität bewältigen. Soweit Collier. Ihr Gesetzentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, bewältigt unserer Ansicht nach die Komplexität nicht in ausreichendem Maße. Jedenfalls nicht so, dass sie unserer Verantwortung als potenzielles Aufnahmeland sowohl für die, die zu uns kommen wollen, als auch für unsere Gesellschaft gerecht wird. Bevor ich zu den einzelnen Regelungen komme, möchte ich aber zunächst einer der Grundannahmen Ihres Gesetzes widersprechen, Ihnen durch Ihres Gesetzentwurfs widersprechen. Ihn durchzieht die Klage, wie, ach, so kompliziert das deutsche Einwanderungsrecht doch sei. Es gäbe so viele verschiedene Regelungen, mit denen man nach Deutschland kommen könne. Da muss man doch sagen, das ist doch gut so. Menschen möchten und sollen aus ganz unterschiedlichen Gründen nach Deutschland kommen. Ihre Situationen sind unterschiedlich. Da ist es doch auch nur richtig, dass man unterschiedliche Regelungen dafür hat. Sicher mag es keine schlechte Idee sein, die bestehenden Regelungen übersichtlicher zusammenzufassen. Dass man aber alles viel, viel einfacher machen könne, das halte ich offen gestanden für Augenwischerei. Sie wollen es ja sogar noch komplizierter machen. Ein neues bürokratisches Punktesystem soll ja die jetzigen Regelungen nicht ersetzen, sondern soll neben sie gestellt werden. Es wird also noch unübersichtlicher. Das ist für mich ein widersprüchlicher Ansatz. Ich sehe eher die Notwendigkeit, dass wir die bestehenden Regeln aktiv bewerben. Kollege Mayer hat schon auf die Internetseite makeitingermany.de hingewiesen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen zusammenkommen, dass wir Tools haben, die Menschen zusammenbringen, nämlich die, die hier arbeiten wollen und die, die ihnen tatsächlich dann auch die Arbeitsplätze anbieten können. Große Schwierigkeiten sehe ich bei Ihrem Vorschlag, dass für ein Jahr eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll, wenn jemand einen guten Punktestand hat und nach Deutschland kommen möchte, um Arbeit überhaupt erst zu suchen. Es ist sehr richtig zu überlegen, wie man die Arbeitsplatzsuche aus dem Ausland weiter unterstützen kann. Ich halte es aber für wichtig, dass die Einreise erst gestattet wird, wenn tatsächlich ein konkretes Angebot für die Arbeit vorliegt. Denn der Staat kann zwar Mangelberufe identifizieren, das macht er auch jetzt schon, aber es ist eben nur eine Prognose. Welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Unternehmen dann konkret einstellen wollen und wofür, das können Behörden vorab nicht wissen. Es ist eine Entscheidung der Unternehmen, und das würde auch bei einem noch so guten Punktesystem nicht funktionieren. Auch hierzu darf ich noch einmal den Migrationsforscher Paul Collier zitieren, der ausdrücklich die Komponente des deutschen Rechts lobt, ebenso wie die ähnlichen neuseeländischen Regelungen. Ich zitiere: Nachdem der potenzielle Migrant die staatlichen Kriterien erfüllt hat, müsste er noch ein Unternehmen dazu bringen, ihn einzustellen. Sowohl Deutschland als auch Neuseeland haben ein solches System. Arbeitgeber haben dabei einen Anreiz, Bewerber genau anzuschauen und dabei einen ausgewogenen Katalog von Merkmalen zu berücksichtigen. Länder, die Einwanderer nur mit Hilfe eines mechanisch angewandten Punktesystems auswählen, sind solchen Ländern gegenüber in der Regel im Nachteil, weil sie auch Menschen anziehen, die zwar die Anforderungen formal erfüllen, aber möglicherweise ansonsten ungeeignet sind. Sicherlich ist auch das der Grund, warum Kanada sein Einwanderungssystem mittlerweile dahingehend angepasst hat, dass der Arbeitsplatz, der konkrete Arbeitsplatz, bei der Beurteilung der Einwanderungsmöglichkeit mittlerweile eine herausragende Rolle spielt. Für das Jahr der Arbeitssuche wollen Sie zudem darauf verzichten, dass die Menschen nachweisen, dass sie ihren Lebensunterhalt
dass ihr Lebensunterhalt gesichert ist. Sie halten diese Prüfung insgesamt für überflüssig. Ich halte es für fatal, es nicht zu prüfen. Arbeitssuchende könnten sich nach Ihrem Entwurf während der Suche mit einem Nebenjob über Wasser halten. Das wollen Sie ja auch ebenfalls regeln. Das soll die Versorgung sicherstellen. Aber was, wenn das nicht klappt oder nicht mehr klappt oder derjenige, der kommt, krank wird zwischendurch? Den Bezug von Hartz IV wollen Sie ausschließen. Das ist sicherlich auch richtig. Aber dann ist es doch wichtig, dass wir vorher sicher wissen, dass sich der Mensch bei der Arbeitssuche dann auch finanzieren könnte. Die Vielzahl von Ermessensentscheidungen halten Sie laut Gesetzesbegründung für abschreckend. Sie biete Rechtsunsicherheit. Ein Punktesystem ist für Sie übersichtlicher. Ich sehe, offen gestanden, nicht wirklich einen qualitativen Vorteil eines Punktesystems. Denn zum einen wird eine Ermessensentscheidung nicht einfach so getroffen, sondern sie wird in der Regel die gleichen Faktoren berücksichtigen wie ein Punktesystem. Nur, dass man beim Ermessen eben etwas mehr Spielraum hat, aber auch zugunsten des Antragstellers. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Starre Punktesysteme sind nicht per se gerechter. Fazit: Die bestehenden Regelungen zur Einwanderung nach Deutschland zu Arbeitszwecken sind gut. Wir haben es schon gehört, die OECD sieht Deutschland hier weit vorne. Für solche bestehenden Möglichkeiten müssen wir mehr Werbung machen. Und lassen Sie mich versichern, dass als Ergänzung zu den bestehenden Möglichkeiten für CDU/CSU ein Fachkräftezuwanderungsgesetz ganz oben auf der Agenda steht. Aber es muss ein Gesetz sein, das die sinnvolle Steuerung der Arbeitsmigration ermöglicht. Vielen herzlichen Dank. Herr Kollege Hebling, herzlichen Dank. Als nächstes für die SPD-Fraktion Frau Daniela Kolbe.